Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürger auf der Tribüne und im Livestream. Vorab möchte ich sagen, dass eine bundesweite, einheitliche und umfassende Studie zu den Sozialkosten in Deutschland durchaus sinnvoll sein kann. Keine Frage. Wichtig wäre es aber, dass wir die Zahlen, die wir in dem Vergleich erheben, in allen Bundesländern zeitgleich mit den gleichen Kriterien erheben. Das wäre schon sinnvoll. Und wenn wir das machen, dann machen wir es bitte offen und transparent, sodass das für jeden nachvollziehbar ist. Herr Nettelschroth, Sie zucken die Schultern. Die Studie, die uns jetzt vorliegt, vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut, beruft sich teilweise aus Zahlen, die eben nicht öffentlich zugänglich sind. Das ist ein Fehler an der Studie. Das dürfen wir, wenn wir einen großen Aufschlag machen wollen, nicht nochmal machen. Na? Gut. Selbstverständlich muss man dabei auch die Rahmenbedingungen der verschiedenen Bundesländer beachten. Das passiert in der aktuellen Studie auch nicht so richtig gut. Da könnte man jetzt unterstellen, dass das schon fast eine politische Stoßrichtung sein soll. Beispielsweise wird halt verglichen, dass man Thüringen und NRW vergleicht und dann sagt, wir haben einen Abstand der Kosten für Unterkunft und Heizung von 50%. Kann ich mir gut vorstellen. Thüringen hat 2 Millionen Einwohner, ist hauptsächlich ländlich geprägt. NRW ist geprägt von Siedlungsballungen mit über 150.000 Einwohnern und hat insgesamt 17,5 Millionen Einwohner. Dass wir hier zu unterschiedlichen Zahlen kommen, ist irgendwo sogar klar. Von daher finde ich da den Ansatz sehr, sehr schlecht gewählt. Wenn ich mir dann noch anschaue, dass man Rheinland-Pfalz mit NRW vergleicht, und da auch nicht sieht, dass in Rheinland-Pfalz gerade mal ein Städtchen gibt mit mehr als 150.000 Einwohnern. In NRW haben wir 22 davon. Und die meisten Bezieher von Sozialleistungen leben in NRW in den Ballungsräumen. Und die Bedarfsgemeinschaften, die hier angesprochen sind, die sind in NRW auch im Schnitt mit mehr Personen, also größer bestückt, als in fast allen anderen Bundesländern. Im Schnitt in NRW 1,9. Kann man alles von der Bundesagentur für Arbeit abfragen, ist in diesem Gutachten nicht geschehen. Dass man sich dann mit diesen Eckpunkten hinterher wundert, dass NRW mehr Geld ausgibt an Sozialkosten, auch in den Kommunen, das ist schon ein bisschen sehr befremdlich und das steht dem Gutachter nun wirklich gar nicht gut zu Gesicht an der Stelle. Von daher halte ich es auch nicht für sinnvoll, wie Sie in Ihrem Antrag fordern, dass die IAK dieser Taskforce beitreten sollte. Ich halte diese Taskforce alleine für NRW sowieso nicht für sinnvoll. Das müssten alle Bundesländer tun und dementsprechend müsste es auch die Bundesebene koordinieren an der Stelle. Die IAK sollte bei ihren ursprünglichen Aufgaben da bleiben und diese Verbindung, die in diesem Gutachten geschaffen wird, dass man sagt, wir müssen hier an die Sozialkosten, wir müssen uns das anschauen, damit man auf der anderen Seite die Gewerbesteuer wieder senken kann. Absolutes Unding. Die Gewerbesteuer ist ein absolut kommunales Thema. Die Sozialkosten werden auf Bundesebene entschieden. Das darf man nicht miteinander in Verbindung bringen. Diese Steuerung hat die Kommune an der Stelle einfach gar nicht. Und von da zu sagen, da lassen sich Schätze eben von über 1 Milliarde, 1,1 Milliarden, das wird sich bei genauerer Betrachtung, stellt sich das als absolute Nullnummer raus. Das werden wir an der Stelle nicht schaffen können. Der Bund muss hier in seiner Pflicht nachkommen. Das sind Sachen, die auf Bundesebene entschieden sind. Also muss der Bund zügig auch diese Sachen bezahlen. Ganz klare Geschichte. Und diese Entlastung, die jetzt angekündigt ist, oder wie wir heute Morgen gehört haben, anscheinend auf den späteren Zeitpunkt der Wahlperiode im Bund verschoben ist. Ich hoffe nicht allzu spät. Ich hoffe nicht, dass das eine testamentarische Geschichte wird, wie Kollege Schulz schon andeutete. Das ist eine Sache, die muss einfach nachgeholt werden. Dieses Geld, was den Kommunen hier fehlt, damit spart die Bundesebene seit Jahren ihren Haushalt gesund. Damit schafft der Bundesfinanzminister die schwarze Null, indem er die Kommunen bluten lässt. Und das seit Jahren. Und das ist ein Unding. Ist übrigens egal, welche Farbe gerade in Berlin die Strippen zieht. Die Kommunen sind immer Verlierer an der Stelle. Von daher bin ich sehr gespannt, was Sie uns im Ausschuss noch dazu erzählen möchten. Wir sehen diese Verbindung zwischen Sozialkosten der Kommunen und Gewerbesteuer der Kommunen und Sozialkosten, die von Bundesebene kommen, als absolut kritisch, als absolutes Unding. Aber Sie werden uns sicherlich sagen können im Ausschuss,
wie Sie das verbinden wollen und was das eine mit dem anderen zu tun haben soll. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer. Für die Landesregierung spricht Herr Minister.